Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm-Kühls-Stiftung Sachsen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Titel Lehre statt Lehrer. Im vergangenen Jahr sind in Sachsen allein 40.000 Unterrichtsstunden ausgefallen. Dazu fehlen 1.220 Lehrerinnen und Lehrer. Die Zahlen verdeutlichen ein gravierendes Problem, welches nicht nur in Sachsen, sondern das gesamte deutsche Bildungssystem betrifft. Der Lehrermangel hat weitreichende Folgen. Schüler erhalten weniger individuelle Betreuung, die Unterrichtsqualität leidet und Lehrerinnen und Lehrer sind zunehmend überlastet. Die Ursachen sind vielfältig, von unattraktiven Arbeitsbedingungen über eine zu hohe Arbeitsbelastung bis hin zu unzureichender Nachwuchsförderung. In dieser Folge wollen wir nicht nur die aktuellen Herausforderungen der Schulen beleuchten, sondern die langfristigen Konsequenzen für unsere Gesellschaft und mögliche Lösungsansätze diskutieren. Dazu sprechen wir heute mit Norma Grube. Norma Grube ist bildungspolitische Sprecherin der FDP Sachsen und Schulleiterin zweier Oberschulen im Erzgebirge und in Chemnitz. Hallo Norma. Hallo. Ja. Mal gleich, wenn ich darf, eine kleine Korrektur vornehmen. Ja. Ich bin Schulleiterin einer Oberschule und zwar im Erzgebirge. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich im letzten Schuljahr Schulleiterin zweier Oberschulen war. Das war vorübergehend notwendig geworden, weil es eine Oberschule in Chemnitz gab, die keine Schulleitung hatte. Aber inzwischen bin ich jetzt wieder ganz normal an meiner Oberschule zurück und habe eine Oberschule und das reicht auch vollkommen. Das glaube ich auch. Schön, dass du dich wieder auf diese eine Schule konzentrieren kannst und ja, sich jemand für die Schule dann in Chemnitz gefunden hat. Starten wir doch gleich schon in die erste spannende Frage. Sie sind selbst Schulleiterin, wie eingangs erwähnt. Wie macht sich der Lehrermangel konkret an der Schule an der Oberschule in Marienberg bemerkbar? Und was sind Lösungsansätze für diese etwas missliche Situation? Die Frage ist auf jeden Fall eine ziemlich komplizierte, aufgrund der Tatsache, weil das ja ganz, ganz dolle Auswirkungen hat bei uns in der Schule aktuell. Also an meiner Schule kann ich jetzt sagen, dass wir im kommenden Schuljahr aktuell mit einem Minus rechnen müssen von 80 Stunden. 80 Stunden, das muss man sich vorstellen, das sind circa 3 Lehrer, die fehlen. So ein kleines zum Verständnis, was so ein Gesamtvolumen ist. An meiner Schule haben wir ungefähr ein Gesamtstundenvolumen von 680 Stunden. Und 80 davon fehlen. Das ist also nicht gerade wenig an der Stelle. Und was das bedeutet, ist, dass wir bei uns eben teilweise Fachunterricht nicht in Gänze an den Schüler ausrollen können. Also wir Stunden kürzen müssen in einzelnen Fächern. Und wir natürlich ganz viel versuchen, dieses Minus, das wir haben an der Schule, eben durch Stundenkürzung im Ergänzungsbereich zu kompensieren. Also das muss man sich so vorstellen, an einer Schule gibt es immer zwei Bereiche der Unterrichtsstunden, nämlich einmal den sogenannten Grundbereich, das ist die normale Deutschstunde, die normale Mathestunde, Physik, was weiß ich, alles diese ganz normalen Stunden, die auf dem Stundenplan zu sehen sind, die der normale Schüler bekommt. Und dann gibt es den sogenannten Ergänzungsbereich. Und der Ergänzungsbereich setzt sich zusammen aus Förderstunden, aus Stunden für Inklusionskinder, aus Stunden für die Schüler, die Deutsch als Zweitsprache haben, etc. Auch teilweise eben Anrechnungsstunden für bestimmte zusätzliche Tätigkeiten, die der Lehrer vor Ort dann übernimmt. Und logischerweise, wenn ich ein Minus von 80 Stunden habe, versuche ich natürlich erstmal in dem Bereich zu kürzen, damit ich nicht in dem normalen Fachunterricht eingreifen muss. Aber das reicht nur bedingt. Und das heißt, wir müssen kürzen im Fachunterricht aktuell. Und bei uns konkret an der Schule fehlt zurzeit der Kunstlehrer. Wir haben keinen Kunstlehrer mehr an der Schule. Wir haben momentan eine Möglichkeit, dass uns ausgeholfen wird durch einen Rentner, der Kunst bei uns unterrichtet. Aber das ist ja auch kein ausgebildeter, grundständig bei uns arbeitender und tätig seiender Kunstlehrer.
Das heißt also, Kunst fehlt. Physik sieht auch nicht viel besser aus. Wir haben eine Physiklehrerin, die quasi den ganzen Tag lang nichts anderes macht, als Physik zu unterrichten, obwohl ihr Zweitfach Mathe ist und ich mich freuen würde, wenn ich ihr auch ein paar Mathestunden geben könnte. Und zu guter Letzt fehlt bei uns auch noch WTH, Wirtschaft, Technik und Haushalt. Das ist auch ein Mangelbereich. Also das sind so die drei Bereiche, die fehlen. Das ist wirklich eine erschreckende Zahl, vor allem wenn Sie sagen, dass dafür dieser Ergänzungsbereich oder dass der Ergänzungsbereich darunter leidet. Das sind ja gerade Schüler, die eigentlich auch eine gewisse Förderung brauchen, die sie nicht bekommen und damit hinterherhängen. Ist das so? Kann man das so sagen? Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass sich Inklusionsschüler, die einen Förderschwerpunkt haben und denen bestimmte Inklusionsstunden zustehen, vielleicht auch gar nicht an meiner Schule aufnehmen kann, weil ich einfach diese Stunden nicht leisten kann. Also dann die negative Seite. Und ich sag mal so, jetzt habe ich an meiner Schule 80 Minusstunden. Das hört sich natürlich erstmal dramatisch und viel an. Und das ist es auch, weil jede einzelne Stunde, die wir im Minus sind, schon dramatisch ist. Ich bin damit aber im Erzgebirge bei Weitem nicht die Schule mit dem höchsten Minusstundenanteil. Also da gibt es durchaus Schulen, die noch ein größeres Minus haben. Das beruhigt mich jetzt in keiner Weise, aber es soll so ein bisschen die Gesamtheit der Problematik beschreiben, dass wir nämlich nicht nur an meiner Schule, sondern eben an ganz vielen Schulen, insbesondere den Oberschulen im Freistaat und insbesondere im ländlichen Raum, ein Defizit haben an der Stelle. Was kann man dagegen tun? Also es gibt ja immer zum einen natürlich die politischen Forderungen, aber Sie sind jetzt vom Fach und an der richtigen Stelle. Was ist wirklich von all diesen Ideen, die Sie vielleicht sogar selbst haben, was ist umsetzbar? Also was sind erstmal die Ideen und was ist auch wirklich umsetzbar? Was hilft einer Schule? Was hilft den Lehrern in den Schulen, was man jetzt in Zukunft eben vorhat, um das erstmal kurzfristig zu überbrücken, bis man langfristig wieder genügend Studenten von den Hochschulen hat, die dann wieder an die Schulen kommen können? Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir haben kurzfristig jetzt in diesem Moment eine Akutlage, die nicht schön ist. Es ist nicht schön, dass wir Unterricht ausfallen lassen müssen. Und dann auf der anderen Seite müssen wir aber auch behalten, welche langfristigen Maßnahmen müssen wir ergreifen, um dieser Situation entgegenzuwirken. Und dann dürfen wir auch einen Horizont nicht aus den Augen lassen, nämlich die Geschichte, wie entwickelt sich eigentlich die Gesellschaft bzw. die Schülerschaft weiter, also quasi Stichpunkt demografischer Wandel. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Aktuell haben wir eine Akutlage, aber die Prognosen sagen uns voraus, dass diese Akutlage schon in 10 Jahren nicht mehr da sein wird, weil wir immer weniger Schüler und immer weniger Lehrer damit natürlich auch brauchen im Freistaat. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mich ganz gerne einmal kurz auf die kurzfristigen Maßnahmen stürzen. Weil die langfristigen, da können wir noch gleich nochmal dazu reden. Was müssen wir jetzt tun, jetzt akut? Akut an meiner Schule habe ich das Problem, ich habe 80 Minusstunden. Und die muss ich in irgendeiner Art und Weise versuchen zu kompensieren. Und wie kann ich das tun? Indem ich versuche, diese 80 Stunden an den Schüler auszureichen, ohne dass ich Lehrer habe. Das funktioniert jetzt irgendwie nicht so ganz so gut. Und ich mir überlegt, dass es sinnvoll wäre, Lernbegleiter an die Schule zu holen. Und dieses Konzept der Lernbegleiter habe ich auch bei uns in die FDP getragen und bin da sehr froh drum, dass es positiv angekommen ist und positiv aufgenommen wurde, diese Idee, weil das nämlich wirklich helfen könnte, diesen akuten Lehrermangel jetzt in diesem Moment wirklich kurzfristig auch zu beheben, und zwar indem wir einfach Menschen, die keine ausgebildeten Lehrer sind, an die Schule holen. Jetzt denkt man sich so, naja, das haben wir doch schon mit den Seiteneinsteiger, die holen wir ja auch schon.
Ja. Das Problem bei den Seiteneinsteiger ist, dass wir bisher immer davon ausgegangen sind, dass die Menschen, die wir an die Schule holen, quasi zu Lehrern werden. Den Seiteneinsteiger, den holen wir dann an die Schule, wenn es jemand ist, der ein abgeschlossenes Studium hat, das im Idealfall noch übereinstimmt mit einem Unterrichtsfach. Also wir holen den Anglisten an die Schule, um Englisch zu unterrichten. Wir holen den Chemiker an die Schule, um Chemie zu unterrichten. Aber der muss immer, dieser Seiteneinsteiger muss jeweils immer ein abgeschlossenes Studium aufweisen, damit er eben im Anschluss zum Lehrer werden kann. Das bringt uns aber jetzt offensichtlich auch nicht die erfüllte Anzahl an Personalstellen, weil wir das ja schon seit ein paar Jahren machen mit den Seiteneinsteigern und trotzdem wird dieser Lehrermangel immer mehr. Also bin ich der Meinung, müssen wir halt an der Stelle einfach umdenken und eine andere Strategie fahren. Und die Idee der Lernbegleiter ist es, dass wir Menschen an die Schule holen, die jetzt eben nicht unbedingt ein abgeschlossenes Studium haben müssen, sondern die einfach bereit sind, mit Schülern zu arbeiten. Und was ich da gerne versuchen würde, wäre an der Stelle, dass wir diese Menschen in, sagen wir mal, 4 bis 6 Wochen dazu ausbilden und befähigen, eine Klasse in der Schule zu beaufsichtigen. Aber die haben nicht den Auftrag, diese Schüler zu unterrichten. Die sollen ihnen nichts beibringen. Sie sollen lediglich die schulische Aufsichtspflicht erfüllen und sollen sozusagen aufpassen, dass die Schüler im Unterrichtsraum die Zeit nutzen, um hochwertige digitale Selbstlernmodule zum Beispiel eben zu bewerkstelligen. Also es geht bei dieser Idee der Lernbegleiter darum, dass ich ganz schnell und akut mir einen neuen Markt an Personal eröffne, das ich an die Schule holen kann und das dort ist, nicht mit der Idee, Lehrer zu werden, sondern mit der Idee, Schüler zu beaufsichtigen, während die Selbstlernzeiten machen. Und das ist dementsprechend auch ganz kurzfristig und daher unproblematisch umzusetzen und könnte hierbei helfen, dann, dass wir Schüler nicht einen Tag in der Woche nach Hause schicken müssen, zum Beispiel, weil das ist ja die Alternative, eine 4-Tage-Woche. Wenn ich zu wenig Lehrer habe, irgendwann kann ich nicht mehr genügend Unterrichtsstunden ausreichen und dann muss ich unter Umständen eben an einzelnen Tagen einzelne Klassen zu Hause lassen, regelmäßig. Und das ist für mich keine Alternative. Und daher fände ich das eben super, wenn wir Lernbegleiter an die Schulen holen könnten. Das klingt auf jeden Fall nach einer schnell realisierbaren Lösung. Ich würde dazu vielleicht noch ganz kurz, wenn ich kurz noch ergänzen darf. Also vielleicht noch mal zur Einordnung. Also wir haben ja das Problem, wir haben zweierlei Probleme an Schule mit dem Lehrermangel. Nämlich einerseits haben wir geplanten Unterrichtsausfall. Das hört sich ganz böse an. Und ist es auch, weil geplanter Unterrichtsausfall sagt genau das, was ich sage, wenn ich sage, ich habe 80 Minusstunden. Nämlich, ich muss 80 Stunden, die ich eigentlich an den Schüler ausreichen soll, die kann ich nicht ausreichen und die muss ich streichen. Das ist geplanter Unterrichtsausfall. Und dieser geplante Unterrichtsausfall entsteht dadurch, dass ich Lehrer nicht habe. Und dafür sind die Lernbegleiter super. Aber dann habe ich ja noch eine andere Art von Unterrichtsausfall, der sich im Laufe eines Schuljahres ergibt. Und das ist der Unterrichtsausfall, der entsteht durch Krankheit. Ein Lehrer wird auch krank, logischerweise. Und bei der Überlastung, bei der Bürokratie und bei all diesen Veränderungen, die die Lehrer momentan in den Kollegien durchmachen, ist es auch so, dass der Krankenstand seit ein paar Jahren eben auch zunimmt. Im Durchschnitt meine ich gelesen zu haben, dass wir bei 22 Kranktage pro Lehrer pro Jahr wären aktuell, die natürlich auch dem Schüler fehlen in seinem Unterrichten und in seinen Unterrichtsstunden. Und das ist eben auch ein zusätzliches Problem, weil wenn ich eh schon wenig Stunden habe und dann auch noch viel krank, dann kommt ja bei dem Schüler noch weniger an. Und diese Art des Unterrichtsausfalls, der sogenannte ungeplante Unterrichtsausfall, weil ich ja nicht vorhersehen kann, wann der Lehrer krank wird und wann nicht, den würde ich gerne auf eine ganz andere Art und Weise versuchen zu bekämpfen, nämlich dadurch, dass ich Beamte aus anderen Bereichen an die Schule hole. Also der Forstbeamte, der an die Schule kommt und Biologie unterrichtet oder der Justizbeamte, der an die Schule kommt und Gemeinschaftskundeunterricht anbietet. Dass eben an der Stelle die anderen Professionen, die
auf die der Freistaat Zugriff hat, dort aushelfen, wo wir jetzt einen akuten Mangel haben und damit wieder dafür sorgen, dass unsere Kinder, die nächste Generation, unsere Zukunft in dem Sinne vernünftig, umfänglich gebildet werden. Weil das ist ja das Große, was jetzt im Raum steht, dass 10% Unterrichtsausfall und mehr und wie gesagt durch große Stadt-Land-Gefälle sind die Zahlen teilweise enorm an einzelnen Schulen. Die machen ja auch etwas mit Kindern, wenn wir dort mit mal 30% Unterrichtsausfall haben. Die Kinder, die können ja gar nicht auf das Niveau von anderen Kindern kommen, die eben nicht so viel Unterrichtsausfall haben. Und dafür soll das eben, also wäre das eine mögliche Maßnahme, Beamte an die Schule zu holen, damit die helfen können, den staatlichen Bildungsauftrag wieder mehr Gewicht zu geben. Und das wäre das, was ich mir da wünschen würde. Also Lehrermangel und akut jetzt in dieser Situation, in dieser katastrophalen Ausgangssituation, in der wir jetzt sind, gibt es zwei Maßnahmen, die wir machen können, die sich auch einfach und schnell und unbürokratisch weitestgehend umsetzen lassen. Das sind die Lernbegleiter und Beamte an die Schule. Ja. Also ich würde ganz gern auf ein Thema noch zurückkommen, weil ich das ganz interessant finde, dieses Stadt-Land-Gefälle, was ich wirklich problematisch empfinde. Auch die städtischen Schulen können ja nicht alle Schüler aufnehmen, die dann vielleicht vom Land übersiedeln. Man hat in der Vergangenheit, empfinde ich so, doch schon ganz gute Anreize geschafft, dass die Studentinnen und Studenten, die vielleicht ihr Referendariat auch schon an der ländlichen Schule machen, dann auch da bleiben. Dem scheint in der Realität nicht so zu sein. Könnte man vielleicht oder muss man vielleicht noch andere Anreize schaffen? Und welche müssten das sein, dass eben mehr Lehrer an den ländlichen Schulen bleiben? Also bevor wir uns darum kümmern, uns die Frage zu stellen, wie kommen die Lehrer an die ländlichen Schulen, ganz kurz, das Bestreben eines Abiturienten, wenn er jetzt Lehrer werden will, ist natürlich an die Universität zu gehen, ganz logisch. Leipzig, Dresden, da sind die Studenten und das ist ja auch für die ein attraktiver Wohnort und eine attraktive Umgebung. Und die möchten auch gerne bleiben. Und was sich geändert hat, das war schon immer so, aber was sich in den letzten Jahren eben geändert hat durch den zunehmenden Lehrermangel, dass sich eben die Absolventen zunehmend aussuchen können, wo wollen sie denn arbeiten? Also während vor 20 Jahren der Lehrer eben noch da bange saß und gedacht hat, oh Gott, hoffentlich kriege ich irgendwo an irgendeiner Schule im Freistaat eine Schule zugewiesen, wo ich arbeiten darf, also hoffentlich kriege ich einen Job, sind wir heute eben in einer anderen Situation, dass der Student sich hinstellen kann und sagen kann, ne, also einen Job kriege ich in jedem Fall, also dann bitte schön zu meinen Bedingungen und ich möchte gerne in Leipzig oder in Dresden bleiben. Also das vorweggeschickt. Das, was ich wahrnehme, ist aber auch eine Geschichte, dass es durchaus Reisebewegungen in Anführungsstrichen gibt innerhalb der Lehrerschaft. Nämlich dann, wenn diese jungen Lehrer, die studiert haben, die in Leipzig oder in Dresden dann oder im näheren Umfeld eine Schule gefunden haben, wenn die dann Kinder kriegen und diese Kinder dann eben auch betreut werden müssen, damit man nicht selbst zu viel ausfällt auf Arbeit. Und das sind ganz häufig die Momente, wo sich dieser Lebensmittelpunkt vom Städtischen doch nochmal ins Ländliche verlegt. Wenn wir das jetzt übertragen, dann bedeutet das, dass wir attraktive Lebensumgebungen schaffen müssen für junge Lehrer mit Kindern. Einfach. Also, was brauchen wir in den Kommunen im ländlichen Raum? Das ist natürlich, wir müssen dann Kindergartenplätze vorhalten. Wir brauchen ein attraktives Wohnumfeld, wo die sich auch wohlfühlen. Wir brauchen die Infrastruktur, die junge Familien brauchen. Und vor allen Dingen, da kann jetzt irgendwie der Freistaat nichts dafür tun, wir brauchen aber auch die Familien noch vor Ort. Das heißt, wir müssen
also die Unterstützerfamilien. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir keine Abwanderung haben aus dem ländlichen Raum von älteren Mitbewohnern. Zum Beispiel, weil der Arzt vor Ort nicht mehr da ist. Also wenn wir die ländliche Region stärken und vor Ort in den Kommunen dafür sorgen, dass Lebensbedingungen und Umstände für Alt und Jung attraktiv ist, dann bin ich der festen Überzeugung, dass diese Bewegung, dass junge Familien dann mehr aufs Land ziehen, durchaus auch ein Dauerzustand wird. Ja, und ansonsten heißt es natürlich, wie kann ich die schneller aufs Land holen, bevor die überhaupt erst Kinder kriegen? Das wäre ja auch nochmal eine gute Maßnahme. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bei uns in der Schule, indem ich einfach dafür sorge, dass ich die Studenten schon bei uns an die Schule binde, dass ich Praktika anbiete und dass ich auch Referendariatsplätze anbiete und dass ich eben frühzeitig anfange, die Abiturienten, die Studenten dann im Anschluss dann an die Schule zu binden. Also in einem konkreten Fall ist es so gewesen, dass eine Abiturientin bei uns ein Praktikum gemacht hat, bevor sie überhaupt angefangen hat, Lehramt zu studieren. Und dann im darauffolgenden Jahr dann auch ihr erstes Praktikum bei uns absolviert hat. Also solche Sachen brauchen heute sehr viel mehr Engagement seitens der Schule als noch vor 10 Jahren. Also das wären auf jeden Fall so 2 Sachen. Wenn wir den ländlichen Raum attraktiv machen und wenn sich die Schulen im ländlichen Raum viel stärker darum kümmern, eben auch die Studenten an ihre Schule zu bringen, dann ist das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, um auch im ländlichen Bereich mehr Personal zu haben. Wobei uns das bei dem fehlenden Physiklehrer auch nicht deutlich hilft, weil Physiklehrer insgesamt zu wenig da sind. Also ja. Da muss man sich halt bewerben an der Stelle. Ja. Ich merke auch hier, dass ein Zusammenspiel vieler Akteure eben immer ein gutes Ergebnis schafft. Ne? Und wie Sie es auch beschreiben, ist das eben ein Zusammenspiel der Kommunen und auch natürlich eine private Sache und vor allem auch die Verantwortung der Schulen, dass die immer sehen, dass man sich da auch wohlfühlt, ne? Und erstmal dahin kommt und eben auch bleiben möchte. Was mich bei der Recherche stutzig gemacht hat, ist der Fakt, dass der Sächsische Lehrerverband einen Überbedarf an, also es gibt genügend Studenten, die an den Unis Lehramt studieren. Hm. Wie kommt dann am Ende dieser Mangel an den Schulen zustande? Also wir wissen, dass natürlich in den einzelnen Fachbereichen, wie bereits erwähnt, Physik, also gerade in diesen MINT-Fächern wahrscheinlich, ne, ein größerer Mangel vorherrscht als vielleicht beim Sportlehrer. Aber grundsätzlich ist es so, wenn es genügend Studenten gibt, beziehungsweise mehr Studenten als benötigt. Da kann man eine gute Parallele ziehen zu unserem Bundesfinanzminister, der sagt, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Ähnlich ist es auch bei den Lehrern. Wir haben weniger das Problem, dass wir zu wenig Abiturienten haben, die Interesse daran haben, ein Lehramtsstudium zu beginnen. Da sind die Zahlen echt gut. Wir haben 10-11% in den letzten Jahren an Abiturienten gehabt, die allen Ernstes ein Lehramtsstudium beginnen. Und das ist eine ziemlich hohe Quote, wenn man sich überlegt, dass wir auch einen Mangel an vielen anderen Akademikern haben. Ich sage nur Ärzte, Ingenieure. Also 10%, die ein Lehramtsstudium beginnen, das ist eine ziemlich gute Quote. Und da ist nämlich das Problem, davon kommen nicht alle an den Schulen an, weil auf der Strecke während des Studiums zu viele einfach ja buchstäblich auf der Strecke bleiben. Also wir haben hohe Abbrecherquoten im Lehramtsstudium und damit haben wir das Problem, dass wir die, mit denen wir anfänglich rechnen, dass sie unter Umständen eben vom Studiumbeginn an, bis die in den Schulen sind, also 5 Jahre, dass sie nach 5 Jahren circa an den Schulen dann helfen können und dort den Lehrermangel bekämpfen können, dass das eben nicht funktioniert, nicht aufgeht, weil von den 1000 Studenten, die wir
in dem ein Semester einstellen, unter Umständen gerade so 50% am Ende auch bei rauskommen, also 500 Lehrer, die dann vielleicht am Ende in den Schulen ankommen. Und da ist ein Riesenproblem, dass wir die irgendwo im Studium verlieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir die da verlieren. Die Wissenschaft, die Forschung, die Studenten, die sind sich da deutlich sicherer, indem die sagen, es ist zu theoretisch, zu wenig praktisch. Und die Lernstudenten, die sind nicht frühzeitig genug in den Schulen integriert und immer wieder in den Medien liest man auch davon, dass eben für Grundschullehramt eben erhöhte Mathematik erforderlich ist, also dass die Anforderungen an den konkreten Lehrerberuf vor Ort einfach zu hoch sind, aus dem Studium gemessen. Das kann ich alles gar nicht so gut einschätzen. Allerdings sehe ich auf jeden Fall einen Bedarf da drin, die Lernstudenten viel schneller und viel konsequenter in die Praxis zu holen und dann eben vor Ort einzusetzen, damit der einzelne Lernstudent eben auch sieht, wofür macht er unter Umständen die höhere Mathematik, und auf der anderen Seite dann auch rechtzeitig feststellen kann, wenn es eben nichts für ihn ist. Also viele scheitern einfach an diesem theorielastigen Studium und kommen gar nicht dazu, nachher in die Schule zu kommen und dort diesen tollen Beruf einfach kennenzulernen. Und da müssen wir gegenwirken. Und da gibt es mehrere Initiativen, die da auch aktiv dran sind. Wir persönlich als FDP sprechen uns dafür aus, dass wir zumindest erstmal ausprobieren wollen, ob ein duales Lehramtsstudium eine Möglichkeit wäre, eben dieser hohen Abbrecherquote entgegenzuwirken. Also ganz konkret wünschen wir uns an der TU Chemnitz einen Pilotstudiengang duales Lehramt an Oberschulen, um dort eben zu testen, was bringt das an Vorteile. Ja, also Fakt ist, wir müssen die Lehramtsstudenten viel früher und konsequenter an die Schulen holen und dort auch viel sinnstiftender einbinden. Mhm. Wie kann uns jetzt die Digitalisierung helfen? Sie ist vor vier Jahren, ne, als wir die Pandemie hatten, in die Schulen eingezogen. Wie kann man das evaluieren? Hat man da viel jetzt mitgenommen? Kann man vielleicht die ein oder andere Ausfallstunde damit kompensieren oder nicht? Also die Digitalisierung hat durch Corona definitiv einen ordentlichen Schub nach vorne bekommen. Wir waren da deutlich abgeschlagen im internationalen und europäischen Vergleich als Deutschland und haben innerhalb der Corona-Zeit die Notwendigkeit, die Wichtigkeit von Digitalisierung erstmal viel stärker begreifen können. Das vorangeschickt. Was können wir jetzt machen? Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass uns Digitalisierung vor Ort ganz konkret auch weiterhelfen könnte. Wenn wir jetzt zurückdenken an die Idee, die ich vorhin geäußert hatte mit den Lernbegleitern, dann habe ich, wenn ich genügend Lernbegleiter an der Schule habe, den schönen Umstand, dass ich meine Schüler quasi in der Schule beaufsichtigen kann und dass die nicht früher nach Hause müssen, aber damit haben die ja noch keinen Unterricht. Damit haben die ja noch kein Stückchen irgendwas neu gelernt, weil der Lernbegleiter ja nicht der Ersatz für den Lehrer ist. Und da können jetzt eben ganz konkret digitale Selbstlernmodule helfen, also Digitalisierung. Wir können zum Beispiel mit der Hilfe von den Fachberatern, die wir in Sachsen haben, also Fachberater sind, Lehrer einzelner Fächer, die eben andere Lehrer, die an Schulen unterrichten, unterstützen, wenn die Probleme haben, wenn die Schwierigkeiten haben, oder Seiteneinsteiger unterstützen. Also die sind, sag ich mal so, Multiplikatoren für guten Fachunterricht in ihrem jeweiligen Fach. Und wenn wir die jetzt nehmen und ihnen diesen konkreten Auftrag geben, hier, passt auf, zusammen mit IT-Experten, die wir uns extern einkaufen können, entwickelt digitale Selbstlernmodule, vielleicht eben speziell auf die Mangelfächer Physik, WTH, Chemie etc. bezogen, dann ersetzt das definitiv nicht den Physiklehrer vor Ort, der fehlt, aber
der fehlt ja sowieso. Und für den brauche ich eine langfristige Strategie, um den zu ersetzen. Und da gibt es ja auch viele MINT-Strategien, damit wir attraktiver werden, wieder in den MINT-Fächern für Studenten etc. Aber das sind alles Maßnahmen, die dauern ja. Also bevor ein Abiturient dann später bei mir an der Schule eingesetzt werden kann, vergehen mindestens 5 Jahre. Das heißt, ich habe jetzt ein Gap von diesen 5 Jahren, wo viele Lehrer in Rente gehen, wo ich aber auch noch wenig neue Studenten habe. Und da müssen wir uns was überlegen. Und da wäre meine Idee an der Stelle, dass wir sagen, wir basteln, der Fachberater und die IT-Spezialisten, die machen zusammen dort bezogen auf die Lehrpläne und die einzelnen Lernbereiche hochwertige digitale Selbstlernmodule. Und das ist das, was die Schüler dann im Unterricht abarbeiten können und wo die sich Wissen mit aneignen können, beaufsichtigt durch den Lernbegleiter. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht die tollste aller Lösungen. Wir wünschen uns alle, dass wir einfach genügend Lehrer hätten. Aber seien wir mal ehrlich, Fachkräftemangel besteht ja nicht nur an der Schule, sondern in fast allen Bereichen. Und damit muss man in meinen Augen einfach der Realität ins Auge sehen und sagen, okay, was können wir dann tun unter der Voraussetzung, dass wir keine Lehrer jetzt so schnell neu kriegen? Und dann, finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass die Kinder dann in den Schulen einfach durch diese Selbstlernmodule in ihrem eigenen Tempo die Defizite, die die Schule vor Ort hat, dann an Fächern trotzdem ausgereicht bekommen und dann das nicht einfach ausfällt. Da kann uns Digitalisierung also ganz, ganz konkret helfen. Und ansonsten gibt es natürlich auch ziemlich viele Vorteile, die Digitalisierung heutzutage in der Schule hat, die vereinfacht die Kommunikation unter Lehrern und Schülern, unter Schüler und Eltern, unter Schüler und Eltern nicht, aber unter Lehrern und Eltern. Also da kann vieles vereinfacht werden. Ich kann viel mehr meine Schülerschaft und auch die Elternschaft erreichen mit Informationen, die ich an sie rantragen muss, aber auch bei den Kollegen. Ich kann einige Verwaltungsabläufe einfach verschlanken und effizienter gestalten. Das sind aber alles so Allgemeinfloskeln, die wir auch aus anderen Bereichen kennen und die natürlich ganz notwendig und wichtig sind. Aber wo uns Digitalisierung wirklich ganz konkret helfen kann, im Kampf gegen den Lehrermangel, ist eben in Form dieser Selbstlernmodule. Wir stellen uns jetzt vor, es kommt eine Bildungsfee und Sie haben 3 Wünsche frei. Was wünschen Sie sich von konkret der sächsischen Regierung im Bereich Bildung für Schulen, die Lehrer, die Schüler und am Ende auch heute viel angesprochen, ja auch die Eltern? Also ich habe 3 Wünsche, für jeden einen oder für jeden 3? Das können Sie selbst entscheiden. Also was es braucht, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir anfangen, Schule nicht so defizitär zu betrachten, wie wir es manchmal momentan tun. So viel ist an Schule nicht schlecht. Wir versuchen vor Ort unser Bestes zu geben und ich glaube, dass ich genau dort eben auch das Potenzial von Schule entfalten lässt. Wenn wir gute Schulleitung vor Ort haben und hochmotivierte Lehrer, die gut ausgebildet sind, dann ist es am besten, dieses System vor Ort auch sich selbst entwickeln zu lassen. Also es ist ein Wunsch, den ich hätte an die Staatsregierung, dass wir vor Ort Entscheidungen stärker treffen können als Schulleitung, dass wir die Schulleitung stärken in ihrer Autonomie vor Ort. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel mehr Finanzautonomie bekommen. Momentan ist es doch unter Umständen ganz schwierig, wenn ich ein Vorhaben an der Schule habe, zu gucken, wie kann ich das überhaupt bezahlen, weil ich etliche verschiedene Budgettöpfe habe und die aber nicht miteinander kompatibel sind und dann unter Umständen gar nicht weiß, wo ich das konkrete Projekt, das ich gerne umsetzen möchte, herfinanzieren kann. Also das würde ich mir wünschen, dass ich dort auch viel mutiger sein dürfte, eben Sachen umzuändern und einfach auszuprobieren. Also ich glaube, wir brauchen ganz viel Mut, aber das geht jetzt weniger schon ein bisschen in Richtung Staatsregierung. Ich glaube, da ist es auch so, dass wir manchmal auch durchaus den Lehrern und den Schulleitungen vor Ort mehr zutrauen können, da
sind wir manchmal einfach alle zusammen nicht mutig genug, weil wir dieses System von vor 10, 20, 30 Jahren kennen und gerne an Altbekannten festhalten wollen. Und eine Sache, die ich mir insgesamt wünsche, ohne jetzt an jemanden das Bestimmten zu adressieren, sondern was so eine allgemeine Aufgabe ist, wofür ich mich einsetze, ist, dass wir einfach einen Haltungswandel dann an Schule auch versuchen umzusetzen. Ein Haltungswandel im Sinne von Schule als Lebensort, als motivierenden Forschungsort, sag ich mal. Also was viel stattfindet, ist nach wie vor ein Vermitteln von Kenntnissen im Sinne von Faktenwissen. Was wir viel mehr brauchen, ist aber ein Unterricht, der viel stärker phänomenbasiert ist, der viel stärker projektorientiert ist und offene Unterrichtsformen auch mit einbindet. Also das Kind, den Schüler in Fragesituationen zu bringen. Woher kommt denn der Klimawandel und was können wir dagegen tun? Und das aber in größeren Zusammenhängen gedacht und nicht auf die Einzelstunde runtergebrochen. Und damit eben auch viel kreativer mit dem Schüler vor Ort umgehen. Und ich glaube, dass wir so viel stärker erreichen können, dass Schüler motiviert zur Schule gehen und dass die auch nachhaltig lernen, wenn sie noch stärker begreifen, wozu sie bestimmte Sachen lernen und können müssen. Und das wäre also auch etwas, was ich mir massiv wünschen würde, abgesehen davon, dass ich mir wünschen würde, dass wir eben ein duales Lernen einführen und dass wir genügend Lehrer haben und alles das, was wir jetzt schon angesprochen haben. Ja, also ich glaube, es ist einfach Zeit, dass wir ein bisschen aus dieser Komfortzone Schule im Sinne von, das ist das, was verlässlich ist, gefühlt seit 100 Jahren das Gleiche, dass wir da uns rausbewegen und einfach mutig vorangehen und Neues ausprobieren. Und das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass wir da vorangehen und nach vorne gucken, was kann man an Schule anders machen, um den aktuellen Kindern und den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und den aktuellen Entwicklungen in dieser Welt eben da auch Genüge zu tun. Das sind wirklich schöne Visionen und ich wünsche Ihnen so sehr, dass diese zur Realität werden für uns alle, für die Schulleiterinnen und Schulleiter, für die Lehrer, für die Schüler und eben auch für die Eltern. Das ist wirklich eine schöne Vorstellung und ich freue mich, dass wir heute über so vieles rund um Schule, den Lehrermangel, die Probleme, aber auch die schönen Seiten sprechen konnten und ja, wünsch Ihnen dafür alles Gute und viel Erfolg und weiterhin so viel Leidenschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Dass ich so ein kleines bisschen einen Einblick geben konnte in meine Sichtweise und allgemein den Lehrermangel vor Ort. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Wenn Sie nun noch Fragen an uns oder an unseren Gast haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Like und neuen Abonnenten unseres Kanals, sodass auch Sie keine Folge mehr verpassen.